Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es war mal wieder an der Zeit, meine Molly abseits von befestigten Wegen im Gelände zu bewegen. Und somit begaben wir uns in den Mammut Offroad Park. Und was wir dort erlebt haben, das seht ihr jetzt. Falls euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Als wir ein wenig durch den Park gefahren sind, kamen wir an eine Stelle, wo sehr häufig Fahrzeuge stecken bleiben. Dieses Mal hat es ein Mitsubishi Pajero getroffen und die Jungs fragten uns, ob wir sie bergen können. Halt drauf! Das viele Wasser, was hier aus dem Auto kam, ließ nichts Gutes vermuten. Aber man sollte ja immer positiv nach vorne schauen. Trockene Füße! Nachdem der Pajero einigermaßen im Trockenen gestanden hat, ging es auch schon direkt los mit der ersten Begutachtung. Guck mal, da ist auch ein Abloch. Ich weiß, ob die Fuß mal daraus geschmissen haben. Also kühler ist trocken geworden. Ist frei, Stefan. Scheiße, Speier, den haben wir auch gebadet. Ja, das mal ausgemacht jetzt. Lass mich mal in den Luftfilter gucken. Weiß ich nicht, ob er Wasser geschluckt hat und deswegen ausgegangen ist oder ob er halt hinten verreckt ist. Das werden wir gleich wissen. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Er ist zwar noch nass geworden, aber da ist nichts mehr innen durch groß, oder? Nee, nur ein bisschen. Wir haben gerade nichts rein gehabt und das ist nur eben bei der Durchfahrt, dass die Feuchtigkeit da dran gekommen ist. Ich glaube eher, dass er am Auspuff abgesoffen ist. Ja, weil der endet nämlich irgendwo hinterm Fahrersitz. Die Jungs waren froh, dass der Luftfilter von innen noch intakt war und der Motor kein Wasser gezogen hat. Dieses hätte auch schnell einen Motorschaden bedeuten können. Leider ist es auf den Bildern nicht so gut zu sehen, wie sehr das Auto voller Schlamm und Wasser war. Trotz der Situation hatten wir alle zusammen eine Menge Spaß und auch die Sprüche sind den beiden nicht ausgegangen. Wir sind Lappen selber hier fahren. Aber Steuergerät können wir auf jeden Fall abwaschen, bevor das die Biegel macht. Ich glaube, das Steuergerät müssen wir auch noch höher legen für sowas. Ja. Die ganze Zeit über sprachen die beiden über Optimierungen, um beim nächsten Mal durch die Passage zu kommen. Oh ja. Ja. In diesem Fall war es das Steuergerät, was knapp unterm Handschuhfach saß und leicht Wasser abbekommen hat. Der Schlamm im Auto lässt vermuten, wie hoch das Wasser dort gestanden hat. Gut, dass der Schlamm sich gehalten hat. Obwohl der Pajero die ganze Zeit gestanden hat, lief noch aus jeder Ecke Wasser hinaus. Nachdem mein versuchter Motorstart leider keinen Erfolg hatte, baten mich die beiden, ihr Auto durch den Offroad-Park in die Camping-Area zu ziehen.
Wir legten die Gurte noch einmal an und dann ging es auch schon los. Für mich war es das erste Mal, dass ich mit einem Auto im Schlepptau durch den Park gefahren bin. Aber die Jungs hatten vollstes Vertrauen in mich. Da der Pajero keine elektronische Unterstützung mehr hatte, haben wir uns dazu entschlossen, etwas mehr Seil zwischen den Fahrzeugen zu lassen. Durch die zwei Funkgeräte in meinem Fahrzeug konnten wir uns sehr gut während der Fahrt verständigen. Im Nachgang habe ich erfahren, dass der Pajero wieder fährt. Das Steuergerät, die Zündkabel und die Kerzen mussten trockengelegt werden. Einen Ölwechsel gab es auch noch. Und ich wünsche den beiden alles Gute für die nächste Fahrt und bedanke mich, dass ich dieses Video drehen durfte. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was wir an diesem Tag erlebt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch. Euer Eagle on Tour.